Von Natur aus Wissenschaft. Das ist das Motto, das sich die Stadt Würzburg für mehrere Jahre auf die Fahne geschrieben hat und mit dem sie sich für die Auszeichnung Stadt der jungen Forscher bewirbt. Denn Wissenschaft und Bildung zählen zu den entscheidenden Standortfaktoren der unterfränkischen Universitätsstadt mit ihren drei renommierten und traditionsreichen Hochschulen. Der Julius-Maximilians-Universität, der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt und der Hochschule für Musik. Die Verbindungen zwischen Hochschulen und Schulen sind stark und haben in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung und Umfang zugenommen. Das zeigen zahlreiche Projekte, die zudem von außeruniversitären Institutionen und der Wirtschaft unterstützt werden. Dabei stehen Umwelt und Energie, Kommunikation und neue Medien, Stadt und Entwicklung, Mensch und Leben, Kunst und Kultur im Fokus. So zum Beispiel mit dem interdisziplinären Kooperationsprojekt des Matthias-Grünewald-Gymnasiums, bei welchem Apps zur Musikgeschichte der Stadt Würzburg erstellt werden. Oder die Schülerforschungstage am MINT-Center der Universität, bei denen mit authentischen Röntgengeräten unter anderem der Inhalt von Überraschungseiern erkundet wird. So natürlich wie Wissenschaft zu Würzburg gehört, so natürlich soll Stadt der jungen Forscher 2014 in eine langfristig angesetzte Initiative eingebettet sein, die bereits im Oktober 2012 mit einer Ideenschmiede mit Kreativwerkstatt begonnen hat. Prall gefüllt mit Veranstaltungen ist dann der Kalender 2014. Das Campus-Festival wird einer der Höhepunkte sein. Auch die Preisverleihung des Nano-Schulwettbewerbs, der Schülerforschertag Computertomographie im MINT-Center, die Science Fair und eine weitere Kooperationsbörse sind wichtige Veranstaltungen. Besonders neugierig ist die Stadt Würzburg auf die Postkartenaktion Fragen an die Zukunft. Fragen von Jugendlichen werden von Würzburger Wissenschaftlern online beantwortet.